Herzlich willkommen bei uns am Peterbauerhof in Himmelberg im schönen Kärntner Land. Ich bin da die Bäuerin am Peterbauerhof. Ich mache mit euch heute einen Trockenblumenstrauß, einen sommerlichen, das aus dem Buch entstanden ist mit der Sonja Steiner, Trockenblumen natürlich schön. Ich binde mit euch einen Trockenblumenstrauß aus dem Garten und aus der Wiese, was einfach die Natur um uns hergibt. Wir brauchen dazu getrocknete Blumen, getrocknete Gräser, am Bindefaden, wo wir den Strauß zusammenbinden. Da machen wir nachher eine Masche drauf aus einer Spitze und aus einem Samtbandeln. Dazu brauchen wir eine Schere zum Abschneiden und die Barmschere. Das ist zum Beispiel eine Rutenhirse. Da habe ich verschiedene Gräser vom Garten getrocknet. Dann habe ich ein bisschen eine Lunaria mit, das sind die Silberlinge. Dann habe ich natürlich ein bisschen Mohn mitgebracht. Es gibt ja so viele verschiedene Mohnsorten, den großen Mohn, dann gibt es auch den kleinen Mohn und ganz einen Mini-Mohn gibt es auch noch. Wir verwenden auch ein bisschen Eukalyptus dazu. Dann haben wir getrockneten Gartenschleier. Dann habe ich auch die Statitie mitgebracht. Ich habe sie selber angesät im Garten. Es gibt bunte Statitie. Und da habe ich jetzt eben das Gelb-Weiß-Creme ausgesucht. Dann habe ich getrocknete weiße Rosen. Da habe ich was von der Wiesen geholt. Das ist die weiße Schafgarben. Also man findet auch in der Natur sehr viel. Wenn man mit offenen Augen durch die Gegend geht, wächst eigentlich sehr viel um uns. Da habe ich noch ausgewachsenen Petersyl. Er ist auch immer ein Blickfang in einen Strauß. Das habe ich von der Alpen mitgebracht, da ist das Wohlgras. Da haben wir Jungfer in Grünen, das ist der Schwarzkümmel. Das findet man auch auf der Wiesen, das sind Hirtentaschel. Da habe ich noch grüne Hortensien, da habe ich noch die wilde Möhre und sie findet man am Wiesenrand. Ihr seht da, ich habe das eigentlich alles sehr Ton in Ton hergerichtet. Man kann natürlich einen bunten Blumenstrauß auch machen, aber ich habe mir gedacht, ich fange einmal den Sommer ein und der ist für mich auch sehr hell und duftig. Anfangen tue ich einmal mit den Rosen. Ich nehme mir einmal eine in die Hand, die zweite lege ich dazu. Dazwischen eine tue ich schon wieder was Feines, damit mir das ein bisschen auseinanderhaltet. Da bauen wir ein bisschen den Eukalyptus ein. Da habe ich jetzt die Gräser eingebaut und man sieht schon ein bisschen diese Leichtigkeit, die das dem Strauß nachher gibt. Da gebe ich jetzt die Statitie dazu, die ordne ein bisschen weiter unten an. Wenn man in den Strauß hineinschaut, dass er einfach durch und durch gestaltet ist. Auch unten, dass keine Löcher entstehen und oben lasse ich die Gräser ein bisschen ausstehen. So entsteht eine Leichtigkeit im Strauß. Da lege ich jetzt nachher diesen Schwarzkümmel dazu, Nigella oder Jungfer in Grünen. Das blüht eigentlich blau oder sonst weiß und dann macht es erst diese Kapsel. Ihr seht so, ganz ein bisschen so ins Rötliche geht sie auch. Also es ist ganz eine dekorative Pflanzen. Hortensien kann man so vielseitig verwenden. Man kann mit ihnen Kranzeln binden, Girlanden binden, aber auch im Strauß sind sie immer sehr dekorativ. Jetzt nehmen wir mal den Mohn dazu. Und drehen wieder. Die Sortengräser immer wieder einzeln einarbeiten. Und so schaue ich immer wieder von alle Seiten an und da sehe ich genau, bis da oben möchte ich vielleicht einmal diese Rundung haben. Dann drehe ich wieder in der Hand und tue einfach da noch Sachen dazu, wo was noch abgeht. Die Stiele vom Strauß lege ich so spiralförmig an, damit oben einfach eine schöne Form entsteht. Zum Schluss gebe ich noch die Statitie dazu. Das macht eigentlich den schönen Abschluss vom Strauß. Mir gefällt halt einfach, wenn der Strauß sehr duftig ist, dass er einfach einen duftigen Abschluss hat. Und da bietet sich die Statitie sehr gut an. Zum Schluss schaue ich noch einmal drüber, ob ein schöner Abschluss überall gleichmäßig ist. Und so kann man eigentlich sagen, bin ich ganz zufrieden mit meinem Werkstück. Wenn ihr nachher die Stiele gleichmäßig abgeschnitten habt, nehmt einfach einen Bindefaden, ich nehme gerne so einen Strick her, bindet es ein paar Mal fest, zieht es bitte einfach gut an, dass ja nichts mehr auseinanderfallen und mach einfach zwei Knöpfe drauf. Zum Schluss gebe ich noch eine Stoffspitze und ein Samtband drauf. Ein Strauß muss man nicht nur immer in die Vase geben, sondern man kann ihn auch auf einen besonderen Platz hingeben, wo er gut zur Geltung kommt. Ich hoffe, ihr habt in euch die kreative Seite entdeckt. Ich wünsche euch gutes Gelingen und viel Freude damit. Danke, dass ihr mit dabei wart. Pfiat euch, bis zum nächsten Mal.